Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, jeder kennt das, wenn er einmal vielleicht so von hinten plötzlich gerufen wird, angesprochen wird. Du stehst in einem Geschäft, vielleicht in Weißenburg oder in Treuchtlingen, häufiger vor Corona oder nach Corona, und hinter dir ruft jemand deinen Namen. Wie schön kann das sein? Vielleicht erkennst du die Stimme gleich. Vielleicht eine alte Bekannte, die du seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hast. Und ihr fallt euch in die Arme. Oder die Stimme ist nicht ganz so vertraut. Du überlegst einen Moment und dann ist klar, das ist doch der, mit dem ich früher mal Sport gemacht habe. Wenn ich mich an meine Jugendzeit zurückerinnere, dann ist es vor allem meine Mutter, deren Rufstimme ich da im Gedächtnis habe. Christoph hat es dann durchs ganze Haus getönt und ich sollte zum Essen kommen oder meine Haus- oder Putzarbeiten erledigen oder ich musste irgendwas anderes machen, das mir keinen Spaß machte, zum Beispiel die Stereoanlage leiser drehen. Ob ich wirklich gehört habe oder meine Mutter noch 10-mal meinen Namen rufen musste, stand auf einem anderen Blatt. Aber es war mir eine vertraute Stimme. Eine Stimme, die ich heute noch von Hunderttausenden unterscheiden könnte. Und wenn sie einmal nicht mehr ist, die Stimme meiner Mutter, dann werde ich sie schmerzlich vermissen. Dann werde ich die Aufgabe haben, ihre Erinnerung zu bewahren, ihre Liebe weiterzutragen und meine Trauer durchzuarbeiten. Die Hoffnung, dass wir uns im Himmel wiedersehen, wird dann den Schmerz vielleicht etwas lindern und erträglicher machen. Von einer vertrauten Stimme, liebe Gemeinde, aber auch von einem Abschied und einem Wiedertreffen und vom Loslassen erzählt der Predigttext für den heutigen Ostersonntag. Er steht bei Johannes im 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Marias Schmerz ist groß. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben, meint sie. Sie will ihn fassen. Sie will wenigstens wissen, wo er ist. Will sich noch einmal verabschieden, ihn salben, so wie es üblich ist damals. Wenn wir trauern, wenn wir Abschiedsschmerzen spüren, dann ist eine gewisse Gewissheit gut, wie es mit diesem Salben da auch möglich war. Bei uns ein Ort, ein Grabstein oder ein Baum, an dem man sich festhalten kann, in echt oder im übertragenen Sinn. Blumen, die man mitbringt, ein Ort für die Tränen und die Blumen. Aber Maria Magdalena scheint das alles vergeblich zu suchen, das Grab ist leer. Sie dreht sich um, vielleicht will sie gehen, vielleicht sich vergraben in ihrem Leiden,
beschämt, entmutigt, so wie die zwei Jünger Petrus und der ohne Namen. Sie sind im Wettlauf zum Grab gerannt, um zu sehen, dass es leer ist. Fragezeichen. Nichts weiter als Depression, Leere, sich einschließen. Maria aber sucht. Dann, sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus sehen und doch nicht wissen, dass er es ist, dass er da ist. Das ist ein ganz elementarer Satz. Wir alle sind verstrickt in das Leiden, in unsere Not, die wir mit dieser Welt haben. Verstrickt in die Tatsachen, in alles, was vor Augen ist, mit der Welt, die auch ohne Gott manchmal funktioniert. Verstrickt in die Welt mit unserer Gottesferne, mit unserem Nichtsehen. Und zugleich ist Gottes Welt schon da, um uns, in uns. Der Lebendige ist gegenwärtig. Er hat dem Tod die Macht genommen. Seine Auferstehungskraft ist hier, auch wenn das manchmal unwirklich erscheint. Du siehst Jesus stehen und weißt nicht, dass es Jesus ist. Dieser Satz ist ungeheuer tröstlich, meine ich. Denn das heißt, wenn dir die Augen verschlossen sind, wenn du keinen Zugang zu diesem Jesus findest, dann ist er doch da und doch lebendig, gegenwärtig, bei dir, in dir. Maria meint, das muss der Gärtner sein. Vielleicht eine Verwechslung. Wer soll das sonst sein, so früh am Morgen bei den Gräbern, als der Gärtner? Ich glaube aber, dass die Bezeichnung Gärtner noch einen tieferen Sinn hat. Jesus, der Hirte. Jesus, der Arzt. Jesus, der Gärtner unserer Seelen. Und er bringt Dinge zum Wachsen, zum Heranwachsen, bringt alles, allerhand Gutes zum Vorschein. Blumen, das Symbol der Auferstehung, deshalb liegen sie auch auf jedem Grab und auf jedem Sarg. Blumen, als ich das erste Mal in einem Pfarrhaus leben durfte, da hatte ich einen ganz großen Garten, in Ursheim war das, 4000 Quadratmeter Garten. Ich habe am Anfang beschlossen, dass ich in dem Garten nichts mache, also nicht als Gärtner tätig bin. Ich habe mir damals gedacht, ich lasse mir doch mein Hobby nicht aufzwingen. Da mussten es eben andere machen. Ich habe dort also nie was gemacht in diesem Garten. Aber es gab trotzdem jeden Frühling ein kleines Wunder. Zuerst kleine Halme, dann wurden die immer größer. Und nach ein paar Tagen ein Beet mit wunderschönen Tulpen. Jedes Jahr sind sie dann wieder verschwunden, aber kamen wieder erneut im nächsten Jahr. Sterben und neues Leben, wie die Auferstehung. Irgendein lieber Gärtner oder eine liebe Gärtnerin vor mir hat sie dort einmal eingepflanzt. Im Bild Jesus, der Gärtner, das heißt, er kann auch dein Leben zum Blühen bringen, paradiesisch. Übrigens habe ich das auch schon festgestellt, dass hier in Langenaltheim in dem kleinen Garten, den ich jetzt bewirtschaften darf, dass da das genauso ist. Die Tulpen sprießen, ich erwarte sie noch für dieses Jahr. Maria erkennt schließlich an seiner Stimme, wer es ist, Jesus. Sie erkennt ihn, als er sie ruft. Nochmal die Frage, wie ist das für dich, wenn du gerufen wirst? Wie gesagt, für mich als Jugendlicher war das eher eine unangenehme Erfahrung. Wenn mich jemand gerufen hat, dann hieß es oft nichts Gutes. Und doch weiß ich, wie wertvoll die Stimme eines vertrauten Menschen ist. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein ganz liebevolles Rufen.
Maria antwortet, ganz niedlich auch mit Rabuni. Jesus hat sie unterrichtet. Er hat aus der klugen Frau eine gebildete Frau gemacht und sie hat ihn dafür Rabuni genannt, Lehrer. Und das kann in dieser Form sehr ehrerbietig oder auch sehr liebevoll gemeint sein. Der jüdische Religionswissenschaftler Shalom ben Chorin plädiert für die liebevolle Variante und übersetzt es mit Rebele, also mein lieber Rabbi oder vielleicht scherzhaft Rabbi-Schätzchen, Rabuni. So schreibt es die Theologin Annette Bassler. Und Paulus hat ja in seinem Brief an die Korinther immer nur von Männern erzählt, die die Auferstehung, den Auferstandenen gesehen haben, obwohl die Evangelien alle nur von Frauen erzählen. Es waren immer nur Frauen, welche die ersten Zeugen der Auferstehung waren, obwohl doch ihr Zeugnis damals überhaupt nicht gerichtsverwertbar war. Seltsamer Jesus. Feministische Bibelforschung hat nun endlich herausgefunden, dass Maria die Erste war und als solche eine Botschafterin, als Apostelin aller Apostel. Sie hätte eine Sukzession in Gang bringen können, wäre die Welt damals anders sortiert gewesen, eben nicht patriarchalisch. Man stelle sich vor, es wäre so gewesen, Maria die Erste, die auch so behandelt worden wäre. 2000 Jahre apostolische Sukzession mit lauter Päpstinnen, keine Männer. Ganz sicher, die Protestanten wären anders gewesen. Seit 50 Jahren hätten sie auch die Männer im Priesteramt zugelassen. So Annette Bassler. Wie geht die Story mit Maria und Jesus weiter? Berühre mich nicht, halte mich nicht fest, sagt er. Denn ich bin der Auferstandene, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Man soll ihn nicht fassen, nicht anfassen, man kann ihn nicht fassen, den Auferstandenen. Manchmal muss ein alter Traum, den wir festhalten, sterben, damit Neues entsteht. Manchmal muss ich ein Ideal loslassen, um mich auf einen neuen Gedanken einlassen zu können. Manchmal muss die Vergangenheit genau das sein, vergangen. Dann kann ich wieder leben im Hier und Jetzt. Loslassen, um wieder zu gewinnen, nicht festhalten. Halte mich nicht fest, sagt der Auferstandene. So wie die Stimme der anderen. Eine Stimme kann ich auch nicht greifen oder halten. Ich kann sie aufnehmen. Ich kann sie kennenlernen. Kann mich an sie erinnern und manche können auch die Stimmen von anderen nachahmen. Aber die Stimme des anderen bleibt unverfügbar. So ist es mit der Auferstehung. Wir können sie nicht ergreifen oder für uns instrumentalisieren und nutzbar machen. Nach dem Motto, steh auf, du schwindender Traum, den ich so gerne zurückhält, hätte. Oder komm zurück, du verlorene Beziehung. Oder erwache wieder zum Leben, du vergangenes Glück. Unverfügbar. Aber wir können Ausschau halten in unserem Leben nach Erfahrungen von Auferstehung. Und dann schenkt es ja Gott manchmal auch, dass da was wächst, wo wir es gar nicht erwartet hätten. Dass da, wo wir was losgelassen haben, was sterben haben lassen, seine Auferstehungskraft ganz unerwartet wirkt und zum Vorschein kommt, sich zeigt. Menschen spüren die Auferstehungskraft Gottes. Der Theologe Jürgen Moltmann formuliert das so: Im Ende der Anfang. Christi Ende war sein wahrer Anfang. Im Ende der Anfang, das habe ich erlebt, als ich ohne Hoffnung war im ersten Jahr meiner Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Da habe ich in meinem Ende den Anfang mit Christus erlebt. Und genau das erlebe ich mit meinen 92 Jahren immer wieder, so der Theologe. Und andere Erfahrungen gibt es so ähnlich wie in dem folgenden
literarischen Stück. Der Arzt machte ein bedenkliches Gesicht. Seit 10 Tagen liegt sein Patient, Herr Neuhaus, unverändert in kritischem Zustand im Bett. Die Operation war ein großer Eingriff, sodass das Überleben fraglich ist. Herr Neuhaus spürt genau, wie kritisch es um ihn steht. Verzweiflung, Hoffnung, Resignation und Kampf streiten in ihm gegeneinander. Mehrmals hat er in der Nacht schon still zu Gott gebetet. Gott, wenn es dich gibt, so zeige deine Macht jetzt, wo ich dich brauche. 4 Tage später schüttelt der untersuchende Arzt den Kopf. Er misst den Blutdruck ein zweites Mal. 3-mal schaut er die Laborwerte an. Schließlich fragt er: Was ist geschehen, Herr Neuhaus? Von einem Tag auf den anderen sind alle Werte viel besser. Ihr Zustand hat sich hervorragend stabilisiert. Was ist mit Ihnen geschehen? Herr Neuhaus lächelt. Langsam nickt er mit dem Kopf und sagt: Ja, es ist etwas geschehen. Gestern Nachmittag, da war mein 6-jähriger Enkel da zu Besuch. Und er hat zu mir gesagt: Opa, jetzt musst du wirklich bald nach Hause kommen. Mein Fahrrad ist kaputt. Jetzt freue ich mich darauf, zu Hause seine Stimme wieder zu hören und mit ihm das Fahrrad zu reparieren. Die Stimme eines geliebten Menschen kann viel bewirken. Wie höre ich die Stimme von Jesus? Möglich durchs Bibellesen, möglich durchs Gebet, durch meditatives Hören, Meditation. Möglich im Gottesdienst oder auch im Gespräch mit anderen. Möglich in der Natur. Jesus Christus ist die Verbindung zu der Gegenwart, die um uns ist, in der die Auferstehung eine Selbstverständlichkeit ist. Hören wir doch seine Stimme und suchen ihn und seine Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.